Hi Leute, Sven Erik hier. Diesmal geht es um die Fantasy, den zweiten Teil der Fantastik. Wie schon im letzten Video angekündigt, habe ich auch hier relativ wenig Beispiele, nur eins, weil eben dieser Bereich in Deutschland nicht wirklich gefördert wird und wir einfach ein Problem mit Fantasy in Deutschland haben. Während Horror gerne auf eine Stufe mit Pornografie gestellt wird, wird Fantasy gerne als kindisch bezeichnet oder als Eskapismus. Das bedeutet, man behauptet, dass die Zuschauer sich gerne in eine Fantasiewelt flüchten, weil sie sich nicht mit der Realität auseinandersetzen wollen. Das ist natürlich großer Quatsch, denn mit diesem Argument kann man gleich die ganze Literatur, die ganze Filmwelt, die ganze Musik, da kann man gleich alles mit in einen Topf stecken, weil jede Geschichte ein Akt der Fantasie ist. Jedes Kunstwerk ist in dem Sinne Realitätsflucht, weil man sich ja gerade nicht mit der Realität auseinandersetzt, während man ein Kunstwerk sich anschaut. Bei Fantasy ist es natürlich so, dass die Fantasie auf die Spitze getrieben wird, indem es einen starken Fokus gibt auf die Filmwelt, in der die Geschichte stattfindet. Das Ziel der Hauptfigur im Fantasyfilm ist es, die fantastische Welt zu erkunden. Ihr habt eine Hauptfigur, die eine große Schwäche hat, die in einer gewöhnlichen Welt lebt und die in eine Fantasiewelt versetzt wird. In dieser Fantasiewelt muss sie sich mit ihrer Schwäche auseinandersetzen. Sie hat eine Erkenntnis und sie kehrt in ihre gewöhnliche Welt zurück, jetzt mit einem Wissen, wie sie ein gutes Leben führen kann. Und da seht ihr schon den ganzen Bogen und ihr merkt auch, dass thematisch die Fantasy-Geschichte einfach bedeutet, dass es einen Ausbruch aus dem Alltag gibt, aus dem Gefängnis des Alltags, um uns Menschen zu zeigen, was möglich ist. Unbegrenzte Möglichkeiten nämlich. Und dass wir lernen, ein Leben zu führen, das uns Spaß macht, das uns Freude bereitet. Das ist das, was Fantasy ausmacht. In Filmen steht Fantasy selten allein. Meistens wird es mit ein oder zwei anderen Genres kombiniert, wie zum Beispiel Abenteuer. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht. Hier das Fantasy-Abenteuer, die unendliche Geschichte. Das kennen die meisten sicherlich. Ist auch schon 30 Jahre alt und war eine internationale Produktion, aber ist ein deutscher Film, basiert auf einem deutschen Roman, deutscher Regisseur, deutscher Produzent. Im Film geht es um den kleinen Bastian Balthasar Buchs, der sich in einer Fantasiewelt verliert, in einem Buch, das nämlich auch die unendliche Geschichte heißt. Und in diesem Buch habt ihr wieder einen anderen Handlungsstrang, also es gibt hier Haupt- und Nebenhandlung, in dem der junge Atreyu die Fantasiewelt Phantasiens retten muss vor dem Nichts, das die ganze Welt dort bedroht. Und wir finden dann langsam heraus, dass diese beiden Welten sich gegenseitig bedingen und dass nur Bastian die Fantasiewelt Phantasiens retten kann. Das Problem des Films meiner Meinung nach ist, dass der Akt der Schöpfung, den der Bastian hier durchführen muss, dass der nicht gezeigt wird und dass die Fantasiewelt, nachdem er sie geschöpft hat, genauso ist, wie sie vorher war. Also da hätte ich mir durchaus mehr gewünscht. Das macht den Film etwas platt. Und der zweite große Kritikpunkt ist, dass am Schluss Bastian seine Klassenkameraden, die ihn vorher gemobbt haben, mit dem Glücksdrachen durch die Straßen jagt. Der Glücksdrache, der müsste in der Fantasiewelt sein und Bastian müsste jetzt in der realen Welt angekommen sein und sein Wissen, was er erworben hat, das müsste ihn verändert haben. Und wir müssten jetzt sehen, wie er anders reagiert auf seinen Vater, mit dem er ein angespanntes Verhältnis hat und so weiter und so fort. Ja, das war so viel zum Fantasy-Genre. Im nächsten Video kümmere ich mich um die Science-Fiction und wenn ihr darauf Lust habt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Der Button dazu, der erscheint gleich hier rechts oben. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Denkt einfach dran, ihr seid nicht alleine da draußen. Die Outline ist das für das Drehbuch, was das Drehbuch für den Film ist, nämlich der Entwurf. Für euch ist die Outline gut, weil ihr die Probleme, die bei jeder Geschichte in der Entwicklung entstehen, frühzeitig erkennen könnt und nicht so schnell in Sackgassen geratet im Schreibprozess.